أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد liebe Geschwister in Islam, der heilige Monat Ramadan steht kurz vor unseren Türen. Wir erwarten diesen schönen Gast mit großer Freude und Vorbereitung. Aber leider passiert das zwischen den Muslimen jedes Jahr weltweit und sogar hier auch in Deutschland die Meinungsverschiedenheit, mit wem man zusammen anfangen soll und wann man das zusammen beenden soll. Eigentlich diese Sache, die Lösung ist sehr leicht und verständlich. Und zwar sagt alayhi salatu wassalam in Hadith, was authentisch ist, sahih in Bukhari und Muslim, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. Sagt alayhi salatu wassalam, wenn ihr den Monat seht, so sollt ihr anfangen zu fasten. Und wenn ihr wieder den Mond seht, die Besichtigung getan habt, und ihr seht den Mond, so sollt ihr aufhören zu fasten und anfangen, das Fasten zu brechen. Und wenn ihr nichts seht, weil es bewölkt war, so sollt ihr schätzen, und damit ist gemeint, vom 29. Tag auf 30. Tag vervollständigen. Das ist Punkt 1. Und leider passiert in dieser Angelegenheit bei der Besichtigung des Mondes Meinungsverschiedenheiten, dass einige das zu klassisch sehen, zu altmodisch sehen und neue Mittel entwickelt haben, indem sie sagen, wir wollen halt statt Mondbesichtigung mit Maschinen berechnen. Wir sagen, das ist nicht von der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass es mit der bloßen Auge besichtigt werden soll. Und zweitens, und das ist wichtig, dass die Ort, wo das besichtigen werden soll, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, in dem Platz, wo er gelebt hat, und das ist die Mekka, Medina. Das heißt, die Mondbesichtigung, die beste Ort, wo es festgestellt wird, und das auch für uns als für die Anbetung sehr wichtig, weil dieser Ort Mekka ist für uns wichtig, weil wir nicht nur die fünfmal Gebete dort richten, genauso auch die Hajj-Pilgerfahrt wird in Mekka ausgeführt und dafür auch die Mondbesichtigung gemacht. Das heißt, in Saudi-Arabien, die Gelehrten tun nicht nur die Mondbesichtigung in der Monat Ramadan, sondern im ganzen Jahr wird gemacht, wegen auch andere Anbetungen, was im Monat Hajj gemacht wird. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, sollte man als Muslim, und das ist meine Empfehlung, und so werde ich das auch tun, dass wir nach Mekka uns richten sollten. Aber islamische Länder, die dort ihre eigene religiöse Anstalt haben und dort das Monopol besitzen, so sollte man nicht zu Meinungsverschiedenheiten mit denen führen und das anders tun, sondern halt dem Führer dort gehorchen, der dort diese Entscheidung bringt. Aber wir leben, wie gesagt, in einem freien Land, wo halt nicht ein Monopol der Religion vorhanden ist. Deswegen sollten wir dann uns versuchen, noch mehr an die Sunna zu halten. Und die Sunna ist, besichtigt den Mond, und der Mond wird besichtigt in Mekka und Medina, und die Gelehrten werden dort sein. Und das Wichtigste, die größte Zahl der Jama'a, das heißt Betende in einem Platz, ist die Moschee in Mekka, die Kaaba, Masjid al-Haram, wo werden über 3-4 Millionen Menschen gleichzeitig anfangen, das Tarawih-Gebet zu beten, und wir sollten uns an diese Menschen dann richten. Aber niemals, und das bitte ich euch an alle, dass ihr wegen dieser erster Tag und der letzte Tag von Ramadan anfängt, euch zu streiten, auseinandergeht und euch spaltet und euch bekämpft. Das ist nicht vom Islam. Wir müssen brüderlich bleiben und wir müssen den allen beiden Seiten respektieren, die nach Mondbesichtigung gemacht haben und die halt eine andere Bemühungen gemacht haben, dass wir das respektieren und nicht dazu führen, uns hassen und zu bekämpfen und zu lästern, sondern wir wollen den Monat Ramadan mit voller Freude, Brüderlichkeit, Taqwa, Gottesfurcht empfangen und wollen auch mit Ramadan unsere Zeit mit nützlichen Anbetungen verbringen und nicht mit Streitigkeiten. Deshalb, liebe Geschwister, streitet nicht wegen dieser Sache, bleibt trotzdem zusammen und jeder soll den anderen respektieren. Letztendlich ist die Absicht denn wichtig, und Allah Azza wa Jalla wird die Menschen nicht ihre äußerliche anschauen, sondern die Herzen. Deswegen sei du nicht der Grund, dass die Muslime
gespaltet werden und auseinandergehen und sich bekämpfen wegen einer Sache, was ein Zweigthema in der Religion ist und nicht das Fundament der Religion ist. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.